Mein heutiger Gast ist Professor Gertrud Höhler. Sie hat ein Buch geschrieben über Kanzlerin Merkel, das zu einem vernichtenden Urteil kommt. Angela Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie. Darüber sollten wir reden. Herzlich willkommen zum Dialog. Dankeschön. Und hier haben wir das Buch, um das es geht. Die Patin, wie Angela Merkel Deutschland umbaut. Und zur Verstärkung hinten Angela Merkel in derselben Pose wie Mafia-Boss Marlon Brando im Film Der Pate. Was, Frau Höhler, bringt Sie auf die Idee, Angela Merkel in Zusammenhang mit der Mafia zu bringen? Es gibt... wenn ich mit meinen wissenschaftlichen Kollegen sprechen soll, eine strukturelle Analogie. Es ist einmal das Schweigen, ein autoritäres Schweigen, wie ich es definiere. Es ist gleichzeitig eine unideologische Art des Auftritts. Das ist unglaublich wichtig, denn wir haben nicht eigentlich ein merkelsches Bekenntnis, ein merkelsches Credo. Gibt es nicht. Und gleichzeitig das Einsickern von illegalen Handlungen in das legale System, mit dem wir leben. Das sind drei ganz wichtige Merkmale, die man beschreiben muss, wenn man Geheimbünde beschreibt. Insgesamt fahren Sie ja ziemlich scharfes Geschütz auf. Ich darf da mal zitieren. Sie sagen, ein Staatsstreich droht. Sie sagen, EU-Verträge missachtet sie genauso wie das Grundgesetz. Und Angela Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie. Das haben wir ja schon zitiert. Wie kommen Sie auf die Idee? Also der Staatsstreich, das ist meine Definition für das, was sie gemacht hat mit der sogenannten Energiewende. Der Staat der Energiewende, wenn er nicht regierungsamtlich wäre, müsste als Staatsstreich bezeichnet werden, weil ein ganzer Haufen von Gesetzen vom Tisch gefegt wurde. Darunter sind Garantien, die wir in der Verfassung sehen, Eigentumsrechte, das Aktienrecht. Das heißt, es ist hier ein Eingriff passiert, für den wir keine Parallele haben in unserer Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, und das von einer Person ohne Absprache mit den Nachbarländern und schon gar unter einer verspäteten Einbeziehung des Parlaments, die wir ja auch in der sogenannten Euro-Rettung immer häufiger haben, im Grunde Parlament als Zuschauer. Schauen wir uns mal diese Energiewende ein bisschen genauer an, weil das ist ja für Sie auch immer wieder der Beleg dafür, dass Angela Merkel keine Werte hat. Sie sagen, Angela Merkel benutzt die Werte als Manövriermasse. Können Sie das ein bisschen erläutern, wie Sie das meinen? Ja, sie benutzt Werte, wenn sie den Eindruck hat, ihren Mitspielern, die ja traditioneller verwurzelt sind als sie, müsste das jetzt die Zustimmung abringen. Beispiel bei der Energiewende, 3 Monate nach Fukushima hat sie ja ein Bekenntnis abgelegt, das sehr untypisch für sie ist, das wahrscheinlich ein Beraterergebnis war. Sie hat nämlich gesagt, also jetzt habe ich das auf mich wirken lassen, für mich hat sich etwas verändert. Für mich, Angela, die Herrin. Das bedeutet, sie sagt im Grunde, der Staat, das bin ich. Und jetzt kommt die Folgerung. Die Folgerung lautete, wir lassen die Ethikkommission entscheiden, ob die Reaktoren, also Hochtechnologie, Atomtechnologie, hier weiterlaufen sollten. Und Herr Töpfer war dienstbar und hat das buchstäblich gemacht und hat dann gesagt, wir haben festgestellt, sollen nicht mehr weiterlaufen. Das ist ein Gebrauch von Werten, der nicht nur situativ Unbehagen weckt, sondern der auch rein instrumentell die Werte einsetzt, weil die anderen Mitspieler dann eher zu gewinnen sind für eine Handlung. Einverstanden, die Energiewende kam ja schon recht plötzlich. Ich möchte trotzdem mal die Gegenthese aufstellen. Die Atomenergie ist ja kein Wert an sich, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Und gerade mit der Energiewende, könnte man ja sagen, hat Angela Merkel gemäß ihrem Amtseid gehandelt. Sie hat Schaden vom deutschen Volk abgewendet, weil sie uns aus einer gefährlichen Technologie führt. Ja, was ja nicht ganz richtig ist, denn der Vergleich mit Fukushima
ist einer, und heute wissen wir es auch aus Japan amtlich, ist einer, der so nicht zutrifft. Wir haben keine Atomwerke am Meer in Erdbebengebieten mit Tsunami-Gefährdung. Wir haben keine schlampige Wartung unserer Atomkraftwerke gehabt. Und wir haben gleichzeitig eben eine Technologie, die der japanischen nur ähnlich ist, aber im Ganzen überlegen ist. So. Ja, aber und jetzt, ja, aber schauen Sie mal, wenn Sie sagen, sie hat hier was abgeräumt, was fällig war, dann müssen wir doch sagen, es gab ein Gesetz von der grün-roten Regierung beschlossen, dass einen geordneten Rückzug ohne die unglaublichen auch ökonomischen Schäden, die wir jetzt durch diesen plötzlichen umsturzartigen Rückzug haben, es gab dieses Gesetz, auch das Gesetz wurde gekippt. Und man fragt sich, warum? Um die Grünen reinzuholen, damit die nicht weiter so mächtig blieben, wie sie waren, um die Gedanken von einer Baden-Württemberg-Wahl abzulenken. Lappalien, verglichen mit dem, was wir jetzt haben, mit der sogenannten Energiewende, wo ein Minister ausgewechselt wurde, der ein Sachkenner war, ersetzt durch einen Amateur, einen Dilettanten, der jetzt über vieles jeden Altmaier Tag redet. Altmaier ist nicht so Ihr Fall. Es geht nicht darum, ob Herr Altmaier mein Fall ist. Herr Altmaier ist bestimmt nicht ein spezieller Kenner der Materie, mit der er jetzt befasst ist. Und das war auch nicht erwünscht, weil man wusste und auch Merkel wusste und weiß, läuft schlecht mit der Energiewende. Das heißt, wir haben Schachzüge, wir haben gleichzeitig wenig Rücksicht auf die übrigen Beteiligten. Und wenn Sie sagen Amtseid und Schaden abwenden, dann muss ich Ihnen sagen, der Schaden, der jetzt auf die deutsche Bevölkerung zukommt, mit den hohen Strompreisen, vor allem auf die nicht so leistungsfähigen Bürger, ist ja, wie denn in diesem Amtszeit unterzubringen? Aber sagen Sie denn allen Ernstes, Angela Merkel hätte an der Kernenergie festhalten sollen nach Fukushima, nachdem 80% der Deutschen gegen diese Energieform sind? Ja, das kommt ja darauf an, wie man führt. Wenn man sagt, bei uns ist es genauso gefährlich wie drüben und die deutschen Bürger haben keine Lust nachzudenken, ob das stimmt. Und die Ökonomen, die uns sagen können, dass es anders ist, und die Atomphysiker, die uns das sagen können, sind nicht schnell genug. Warum? Weil sie zum Teil eigene Interessen hüten und sich sagen, na ja, wir brauchen ja wieder Subventionen, vor allem jetzt, wo wir dann noch mit Auflagen belegt sind, die ja erst über ein Jahr nach dieser neuen Maßnahme dann vom Tisch kamen. Aber anfangs hieß es, das zahlt ihr alles weiter, als ob eure Atommeile weiterlaufen, müsst ihr Abgaben zahlen, die damit zu tun haben, dass ihr Atomenergie liefert. Also man muss doch, abgesehen von dem Gesetz, das Grün-Rot mit viel Augenmaß gemacht hat, muss man doch fragen, wo ist der Schaden größer, wenn wir mitten in einer schweren Krise in Europa sind? Und man schafft zusätzlich eine Geldverbrennungsmaschine wie diese Energiewende, dann ist das nicht besonders verantwortungsvoll gehandelt. Gut, das war ein Beispiel, das Sie anführen, die Energiewende. Ich würde gerne auf einen zweiten Punkt kommen. Sie sagen, Parteien und Parlamente werden entmachtet. Ich zitiere Sie, Sie sprechen von einem lautlosen Umsturz in Richtung Allparteienregierung. Was meinen Sie damit? Also Angela Merkel hat ja schon in der Großen Koalition begonnen, Themen abzusaugen, ich sage zu enteignen oder zu entleihen, Ideenleasing kann man das auch nennen, aus zum Beispiel ihrem damaligen Koalitionspartner-Portfolio, da hat sie sozialdemokratische Kernangebote rausgenommen und hat auf die Weise nicht nur für einen geschwächten Austritt aus dieser Koalition bei der SPD gesorgt, sondern zunächst auch für eine Unklarheit, wo ist eigentlich die Grenze zwischen diesen beiden Parteien, die klassischerweise immer gewetteifert haben. Und das bedeutet, ein politischer Wettbewerb ist gewollt in der Demokratie und der wird gelähmt, wenn man aus allen Parteien die Kernstücke rausnimmt und sie sich aneignet, sodass der Bürger sich sagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wählen soll. Gegenrede. Es gehört doch auch zur Demokratie, dass Parteien ihre Positionen auch mal revidieren, da wo die Positionen nicht mehr zu halten sind. Also bei der Union, die kämpft jetzt endlich auch für Kitaplätze, die hält nicht mehr am Leitbild der Frau am Herd fest, die hat ihren Frieden mit der Homo-Ehe gemacht. Das sind doch längst notwendige Positionsveränderungen, ohne die die CDU untergegangen wäre. Also ich fange mal bei den Kitaplätzen an. Wenn Sie einjährige Kinder in die Gruppenverwahrung schicken, dann ist das nicht nur ein sozialistisches Angebot,
sondern dann ist das gegen alle Forschung, die wir haben. Keine gute Tat gegenüber diesen Kindern. Dies wissen viele in der CDU. Es wissen auch viele in der SPD. Und alle meinen, der Trend ist eben so, wir müssen da mitmachen. Ich kenne so viel Forschung zum Kleinstkindalter, dass ich dabei bleibe, wie alle Fachleute, die sich damit befassen, und wie alle Kinderärzte, dass ich dabei bleibe zu sagen, das ist ein Schaden, wenn wir ein Kind mit einem Jahr in seiner Entwicklung von Bindungen, von Vertrauen, von Liebesbeziehungen in dieser Weise in eine Störung schicken, wie es so eine Gruppe ist. Das Kind ist zu klein dafür. So, und darum ist diese ganze Kita-Nummer an der Stelle, wo sie die Einjährigen und die Zweijährigen erfassen will, eben ein schwerer Fehler, ja, durchaus eine Veränderung in unserem Menschenbild. Und da muss man eigentlich Widerstand leisten. Und das ist nicht die Frau am Herd, die diesen Widerstand leistet, sondern das ist die aufgeklärte Medizin, die seit Jahrzehnten erfolglos in die Arena ruft, Leute, macht das nicht, die Kinder verlieren Grundvertrauen, die Kinder werden sozial schwächer als andere, die in einer Liebesbindung aufgewachsen sind. Also das ist ja Ihr gutes Recht in Sachen Kita-Plätze und Betreuung von 1- bis 3-Jährigen, eine andere Ansicht zu haben als Angela Merkel. Aber das ist doch noch kein Beleg dafür, dass Angela Merkel einen unzulässigen Ideenklau macht. Ich zitiere da mal Ursula von der Leyen, die hat gesagt, Merkel ist wandlungsfähig in die Zukunft hinein. Anders ausgedrückt, die Angela Merkel modernisiert die CDU die und räumt eben Positionen auf, die nicht mehr zu halten sind. Ja, das ist die Frage, wenn man das definiert, was man dabei an Führung investiert. Also Positionen, die nicht mehr zu halten sind, ist auch ein schöner Ausdruck, weil er passt. Wenn man nicht klar macht, was für ein Menschenbild man hat, wenn man nicht klar macht, dass es unverlierbare Haltepunkte für Menschen gibt, zum Beispiel sich aufeinander verlassen können, Versprechen halten. Frau Merkel sagt, gib keine Versprechen, sonst wirst du erpressbar. Das ist das, was mir nicht zuerst zum Versprechen einfällt. Ein Versprechen bindet. Ja, stimmt. Das heißt, wir müssen uns aufeinander verlassen. Bei Merkel ist dieses Weggleiten von Verbindlichkeiten, die zum Teil in unserer Verfassung verankert sind. Da steht nicht die Frau am Herd, aber da stehen Entfaltungsrechte und da stehen eben Bildungsrechte, die die Menschen haben, auch wenn sie noch klein sind. Das heißt, dieses Wegrutschen von Verbindlichkeiten, die in jeder Kultur, auch in archaischen Menschengemeinschaften, eine große Rolle spielen. Ich erkenne die Menschen, die zu mir gehören. Und ich lerne mit ihnen sozial verträglich umzugehen. Das heißt, nicht alles, was im Moment wegschwimmt, zum Beispiel auch der Wettbewerb in der Politik, über den wir eben gesprochen haben, aber auch der Wettbewerb in der Wirtschaft, wenn ich die Energie verstaatliche, da schwimmt auch eine Menge weg. Also alles, was wegschwimmt, ist nicht deshalb zum Wegschwimmen gemacht, weil es zugelassen wird. Aber verlangen Sie von der CDU-Vorsitzenden und der Kanzlerin Angela Merkel nicht etwas, was automatisch zum Untergang der Union führen würde, dass sie in Punkten, wo die alte CDU-Position hemmungslos in der Minderheit ist, bei der Kernenergie oder bei den Kita-Plätzen, dass sie auf diese Position beharrt, obwohl jeder weiß, damit verliert sie die nächste Wahl. Das kann doch nicht Sinn einer Parteiführerin sein. Also bei den Kita-Plätzen finde ich das Problem so ernst, dass ich in der Tat sagen würde, es lohnt sich zu erklären, was fast alle Eltern wissen, nur ehrgeizige Eltern nicht zu sagen, sich trauen, was kleine Kinder brauchen. Warum haben wir immer weniger Kinder in Deutschland? Weil die Erwachsenen eine Position einnehmen, die wie eine Konkurrenz zum Kinderleben ist. Und ob das so bleibt und ob wir dann diese Rentendiskussion haben, die wir jetzt haben, das spielt auch eine Rolle für Führungsbotschaften. Und wenn die Führungsbotschaften nicht da sind, dann sagen sich die Leute, na ja, das ist jetzt so und ich muss aufpassen, ich bin mit meiner Meinung in der Minderheit. Und ich sage Ihnen noch was zur CDU. Die CDU hat in einer langen Kette von Landtagswahlen immer weiter verloren. Also es ist nicht die Partei, die entsprechend den hohen Werten der Chefin in
in einer aufsteigenden Linie unterwegs ist. Warum hat sie eine geringere Akzeptanz? Das ist übrigens kein CDU-Buch, sondern ein Buch über das ganze System, in dem wir leben. Wenn wir dann immer mehr Entscheidungen haben, wo es heißt, Leute, wenn jetzt jemand abweichend stimmt, dann ist das gegen Europa. Mhm. Es könnte aber sein, dass der vernünftige Gedanken für eine andere Lösung der Euro-Krise hat. Mhm. Er darf sie noch nicht mal mehr zusammenhängend äußern, er darf nur noch Zettel abgeben im Parlament. Das Parlament wird von der Exekutive an den Rand gedrängt, die Exekutive entscheidet. Und das Parlament ist eine Art Beobachtergruppe. Alles dieses beschreibe ich ja, wenn Sie dann fragen, warum hören wir das nicht deutlicher, mit der Faust in der Tasche. Es ist eine Widmung vorne im Buch für alle, die die Faust noch in der Tasche haben. Und ich kenne eine Menge CDU-Leute, die mir genau dieses sagen. Und wenn dann Frau von der Leyen in einer Debatte mit mir in den Raum ruft, Namen, dann kann ich nur sagen, meint sie das wirklich ernst? Soll ich die Leute verraten? Die verlieren ihren Job, wenn ich die verrate. Sie haben ja jetzt schon übergeleitet zum nächsten großen Thema, das uns diese Tage alle beschäftigt, der Euro und die Euro-Krise. Und auch hier sagen Sie, Angela Merkels Regierungsstil führt dazu, dass Normen und Gesetze gebrochen werden. Können Sie das erläutern? Ja, es ist im Zuge der Finanztransaktionen viel europäisches Recht gebrochen worden. Das weiß jeder, der dabei ist. Und es wird argumentiert, ja. Wir hatten keine Zeit, die langsamen Abstimmungsprozesse zu durchlaufen, um die Gesetze zu ändern. Frau Merkel bringt das Thema ja jetzt erneut auf den Tisch. Die sagt, alle Startgesetze der EU wollen wir jetzt ändern. Das dauert Jahre. Wir wissen, dass wir die Jahre nicht haben. So, dann wird argumentiert, ja, weil das alles so eilig ist, brechen wir jetzt mal Recht. Und wenn Sie sich einen ehemaligen Verfassungsrichter anhören wie Herrn Kirchhoff, der sagt, dann kann das wirklich sein, dass wir Rechtssicherheit in Europa opfern, um ja was denn, eine nicht erreichbare vermeintliche Finanzsicherheit herzustellen, sind das Werte, die wir gegeneinander aufrechnen können. Einverstanden. Der Vertrag von Maastricht wird von vorn bis hinten gebrochen. Da steht diese sogenannte No-Bail-Out-Klausel drin. Ein Staat ist nicht für die Staatsschulden eines anderen Staates schuldig. Und vielleicht, das Verfassungsgericht wird ja darüber urteilen, ist auch der ESM nicht verfassungsgemäß. Aber wollen Sie das alles im Ernst Angela Merkel vorwerfen? Angela Merkel ist doch im Prinzip die letzte Kämpferin, die sich noch gegen die Schuldenunion stemmt, in einem Europa, wo die Schuldenstaaten die Mehrheit haben. Es ist das die nächste rote Linie und die anderen roten Linien haben wir alle schon hinter uns. Und immer hat es geheißen, ohne uns, das machen wir nicht. Herr Weidmann ist jetzt allein auf weiter Flur mit seiner festen Überzeugung, dass die EZB nicht tun darf, die Europäische Zentralbank nicht tun darf, was sie zu tun im Begriff ist. Merkel hat immer wieder, aber nicht besonders laut und nicht besonders herrisch geltend gemacht, dass wir eigentlich das nicht wollen und das nicht wollen. Wir wollen eigentlich nur die Fiskalunion, also dass die Leute zum Sparen gezwungen werden, was natürlich faktisch gar nicht möglich ist. Das werden wir erleben. Das heißt, sie ist alle Schritte mitgegangen, während sie durch ihren Status als Königin Europas, warum ist sie das geworden? Weil sie das stärkste Land regiert. Sie könnte Meyer, Müller, Schulze heißen, männlich sein, ganz egal. Jeder hätte diesen Titel, weil das Land so stark ist. Das heißt, sie hat diesen Status und die Deutschen und natürlich die Nehmerländer, wenn ich die mal so nennen darf, die Hochverschuldeten, die von uns Mittel haben wollen, weil die sagen, du kriegst einen Königstitel, wenn du weiter lieferst. Wir müssen es wirklich auch mal so verstehen. Das heißt, Merkel ist nicht die Tätigste. Merkel hat nicht viel veranlassen können, könnte man jetzt sagen, in diesen Abläufen. Was hätte sie Und denn ich sage, wenn sie das stärkste Land in Europa regiert, das am meisten ausblutet in der sogenannten Euro-Rettung, und wir werden erleben, ob es am Ende überhaupt fruchtet, ob die Zeit reicht, die wir haben, nur durch Geld, das zu ersetzen, was in Strukturen passieren müsste, was wir als Helfer bei Aufbauleistungen, angefangen von Griechenland, in diesen Ländern bringen müssten. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber immer wäre der Chef von Deutschland am stärksten in der Kritik, warum wir könnten uns doch ein Votum leisten, wie es Herr Weidmann jetzt allein vertritt. Das heißt, dass tatsächlich Banken nicht dafür zuständig sind, Länder
mit Geld zu beliefern, Banken mit Geld zu beliefern. Wann kommen wir da wie wieder raus? Und stellen Sie sich nur mal vor, ein deutscher Regierungschef oder eine deutsche Regierungschefin würde diese Position glaubwürdig vertreten, gleichzeitig Abgesandte mit ökonomischem, juristischem Sachverstand in die verschuldeten Länder schicken, weil ja Korruption auch eine Verirrung im Regelwerk ist, im Spielregelwerk, mit dem wir unterwegs sind, und weil der Rückweg mindestens so lang ist wie der Hinweg. Und wenn wir uns das klar machen, dann wissen wir, es dauert alles viel zu lange. Wir müssen andere Maßnahmen ergreifen. Und wenn ich hier sage, könnte das nicht Deutschland sein? Könnte das nicht sein, dass das stärkste Land sagt, Freunde, wir gehen mit etwas anderem voran. Nicht nur mit dem gefüllten Geldsack, sondern mit Strukturhilfen, mit den Hilfen, den Handel wieder in Gang zu bringen. Und das heißt, womöglich auch mit Beweglichkeit, was den Wert und die eben Flexibilität der Währung angeht. Wahrscheinlich werden wir das brauchen. Wir haben eine starre Währung. Die passt zu vielen Ländern gar nicht in Europa. Verstehen Sie, warum haben wir nicht da die Führungsrolle? Warum wird uns wieder weltweit vorgeworfen, dass wir strebehaft unterwegs sind? Ich glaube, wir könnten unsere ökonomische Stärke besser ausnutzen, als wir das tun. Also ein energisches Plädoyer für eine andere Europapolitik. Ich möchte noch auf einen anderen Vorwurf in Richtung Merkel kommen. Sie sagen, die Starken gehen. Sie mordet alle diejenigen, die ihr als potenzielle Konkurrenten gefährlich werden könnten. Auch hier wieder die Gegenthese. Gutenberg, Wolf, Althaus, Röttgen, sind die nicht alle über sich selbst gestürzt? Ja, aber vergessen Sie doch bitte nicht, wie zum Beispiel der Abschied von Herrn Gutenberg vor sich ging. Also da hat ja doch Merkel eine entscheidende Grundposition geäußert, die die akademische Jugend auf die Barrikaden getrieben hat. Und niemand hat die da persönlich wieder runtergeholt. Die haben einfach irgendwann aufgegeben. Wenn man sagt, ich habe den doch nicht als wissenschaftlichen Assistenten engagiert, ich habe den doch nur, und er ist hervorragend, als Verteidigungsminister. Aber dann hat sie ihn doch eher zu lang gehalten und nicht gestürzt. Ja, aber in Gutenberg. Da hätte sie doch vorher schon von ihm abrücken müssen. In der Gutenberg-Geschichte interessiert mich nur das, mit welcher Begründung sie ihn halten wollte. Weil diese Begründung ist eine Botschaft, dass man sagt, Leute, der kann Betrüger auf irgendeinem Gebiet sein, aber auf dem Gebiet habe ich ihn ja gar nicht eingestellt. Es kommt dazu, er war ja ist ein CSU-Mann, das heißt, sie hatte ja nicht die volle Verantwortung dafür, dass der ins Kabinett kam, weil es ist Übung, dass man die Minister akzeptiert, die der Koalitionspartner bringt und hier der Bündnispartner bringt. Aber es geht darum, wie ich damit umgehe, wenn eine Verfehlung da ist und was für eine Botschaft das in meine Gemeinschaft von Bürgern bringt. Und die anderen Fälle, die Sie nennen, wie war das denn mit der Wahl von Herrn Wolf? Das war doch eine taktische Maßnahme unter Ausschluss ganz bestimmter Mitglieder der Bundesversammlung, so wie schon im Fall Köhler. Köhler wollte sie haben, weil Köhler ein Fremdling war in Deutschland und weil sie wusste, den kann ich steuern. Sie hat ihn gesteuert. Diese Geschichte ist geschrieben. Lesen Sie Jan Heidmann von der Süddeutschen. Der hat das 2006 schon beschrieben. 2006 prophetisch beschrieben, wie er entmachtet wird, wie er gesteuert wird. Und dann hat er eines Tages aufgegeben. Auch hier war die Wahl partiell manipuliert. Bei Wolf war sie noch stärker manipuliert. Das war der letzte Rivale. Der wurde ruhig gestellt im Präsidentenamt. So. Und dann waren da eben leider sehr eifrige Zeitungsleute. Und die Geschichte läuft ja heute noch. Nun entzweit er sich vor Gericht mit seinem siamesischen Zwilling, wie er ihn immer nannte, seinem Sprecher. Das heißt, wir haben doch hier manipulierte Wahlen, die tatsächlich, und das ist für uns Demokraten eigentlich eine große Genugtuung, dazu führen, dass es nicht klappt mit den Kandidaten, die man taktisch reinschiebt, weil man sie benutzen will. So, und der Gauck war auf der Bildfläche schon bei Wahl Nummer 2. Da war er nicht durchsetzbar. Und bei der dritten Wahl hat sie auch gesagt, er ist in der CDU nicht wählbar. Was glauben Sie, wie viele Fäuste in den Taschen waren, als sie das gesagt hat? Und dann hat sie den Racheakt der kleinen Gelben, der Liberalen, bekommen. Und die haben gesagt, wir haben uns jetzt entschlossen, Herr Gauck soll das werden. Und dann stand nachher in der Merkel-hörigen Presse, muss ich schon sagen, da stand dann drin, das ist der Vorschlag von Frau Merkel gewesen, dass Herr Gauck das wird. Verstehen Sie, es sind kleine, korrupte Geschichten.
Und da sage ich, wollen wir so weitermachen? Wollen wir im Namen der Rettung Europas zum Beispiel auch so weitermachen, dass wir sagen, Ethik, Moral, das setzen wir ein, wenn wir es brauchen, aber dann auch wieder weg damit. Sie führen den Stil von Angela Merkel, den Sie jetzt eingehend beschrieben haben, zurück auf ihre Herkunft aus der DDR. Wo ist da der Zusammenhang? Naja, man kann es ja nicht eigentlich ableiten, weil wir in Gauck ein anderes Beispiel haben und nicht nur in Gauck. Das heißt, je nachdem, welche Persönlichkeit, welchen Bedingungen ausgesetzt ist, entsteht entweder eine verschärfte Sehnsucht nach Freiheit, wie sie Gauck hat, der sagt, nie mehr Unfreiheit, nie mehr meinungsfeindliches Regime und so weiter. Und Frau Merkel hat öfter und ihre Kollegen, die mit ihr zum Beispiel in der Aufbruchsbewegung waren, haben das geschildert. Sie hat öfter wahrgenommen, dass man besser mächtig als ohnmächtig ist. Und das hat sie sich gemerkt. Und sie hat gleichzeitig gesagt, ich habe gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich habe auch gelernt, dass man besser schweigt. Weil die Leute, die reden, haben sich oft um Kopf und Kragen geredet. Das sind sicher Dinge, die hat sie in diesem leise sein müssen gelernt. Und das ist ja nichts Negatives zunächst. Es ist nur in dem Moment ein Problem, wo man selber dann immer weiter zu wenig preisgibt von dem, was man vorhat, wo die Frage sich anschließt, hast du überhaupt was vor? Oder fügst du dich nur den jeweils herrschenden Trends? Schwimmst du mit, um mächtig zu bleiben? Und das hat nichts mit ihrer Herkunft zu tun. Ich würde mal gerne eine, sagen wir mal, Bilanz ziehen dessen, was Sie Angela Merkel da vorwerfen. Also Kritik an ihrem Stil, dass sie zu wenig kommuniziert, haben ja schon viele vor Ihnen geübt. Aber noch keiner hat gesagt, Angela Merkel arbeitet am Aufbau eines Unrechtsstaates. Ist es nicht einfach eine maßlose... Das steht auch in dem Buch nicht so. Ist es nicht insgesamt eine maßlose Übertreibung, die Sie da vorwerfen? Ich habe also, ja vorhin einiges von dem zitiert, was Sie... Ich will Ihnen gerne die Vokabeln nennen. Sie haben die am Anfang auch zitiert, mit denen ich versuche zu beschreiben, was ich meine. Also einmal das Verschwimmen der Parteiengrenzen, sodass immer mehr Konsensdruck entsteht. Ein Konsensdruck übrigens, den Frau Lengsfeld im April dieses Jahres, und sie stammt ja aus der DDR, sehr hellsichtig beschrieben hat als einen Prozess, den sie schon länger beobachtet. Das heißt, wenn du nicht mit der Mehrheit stimmst, bist du isoliert. Lesen Sie mal die Presse. Wir haben immer häufiger jetzt auch Artikel, die sind überschrieben, Weidmann hoffnungslos isoliert. Da wird gar nicht mehr gefragt, ob der Chef der Bundesbank vielleicht einfach nur seine Pflicht tut und die vertritt. Sonst wird gesagt, du stehst allein, das ist nicht gut für dich. Das heißt, wir haben immer mehr Allparteienentscheidungen mit der Begründung, Freunde, jetzt müsst ihr alle dafür sein. Da ist oft nur die Linke dagegen, alle anderen stimmen zu. Und wir haben einen zentralistischen Trend, den habe ich schon beschrieben. Das heißt, es wird in der Regierung etwas entschieden und die Information wird so spät ins Parlament gereicht und auch oft so verschlüsselt, dass die Parlamentarier sagen, verdammt nochmal, das darf keiner merken, dass ich das Ganze nicht verstanden habe, ich stimme zu. Spielt es bei all dem, was Sie Merkel vorwerfen, eine Rolle, dass sie eine Frau ist? Nein, ich finde auch, es spielt bei ihrem Regierungsstil keine Rolle, dass sie eine Frau ist. Spannend ist es nur in dem allerersten Startkapitel, wo ja die feigen Jungs in den Büschen hocken und nicht wagen, den schwarzen Riesen vom Sockel zu stoßen. Und Merkel erkennt, ja, Merkel erkennt, dass es eilt. Und da gibt es viele Gespräche. Ich habe ja auch ein Gespräch zitiert, das noch nirgendwo zitiert wurde, wo sie gesagt hat, Leute, wir müssen uns jetzt beeilen, sonst zieht er die ganze Partei mit runter. Das heißt, es ist nicht ihre Empfindlichkeit gegenüber der Spendengeschichte, sondern es ist ihre Erkenntnis, der Platz muss frei werden. Und sie tut dann das, was keinem von den Männern tut. Und jahrelang waren die Männer so befangen, dass sie überhaupt nicht gewagt haben, Merkel in die Parade zu fahren, weil sie hatte die Tat getan, sie hatte dem Burschen die Arbeit abgenommen. Das ist sehr spannend, weil hier, ich habe ja auch einen DDR-Psychiater zu Wort kommen lassen, der beschreibt, wie diese Vaterbeziehungen tatsächlich zu einer besonderen
Entschlossenheit von Töchtern führen. Und wir dürfen nicht vergessen, Angela Merkel hat ja einen Vater gehabt, der sie als kleines, 3 Monate altes Kind mitgenommen hat in einen totalitären Staat. Und wir wissen, dass ihre Beziehung zum Vater zumindest eine wenig kommentierte Beziehung war. Und wenn man die Todesanzeige liest, die sie verfasst hat, wird das noch deutlicher. Das heißt, sie hat 2-mal mächtige Väter hinter sich gelassen. Und das ist etwas, was natürlich Frauenleben ist. Mhm. Denn keiner von den Männern hat das gewagt. Aber ich sage ab und zu auch, was uns verbindet, ist Folgendes. Wir haben beide die Arbeit der Männer gemacht, die die Männer nicht machen. Auch dieses hat kein Mann geschrieben. Und beide Male hat die Frankfurter Allgemeine die erste Spur dieses Handelns veröffentlicht. Es gibt ja eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und Angela Merkel. Zum Beispiel die Tatsache, dass Sie aus einem evangelischen Pfarrhaus kommen. Gibt es denn noch mehr Gemeinsamkeiten, auch wenn Sie so Kritik an ihr üben? Ich habe ja eine ganze Reihe freundliche, gute Gespräche mit Frau Merkel gehabt. Nicht im Zusammenhang des Buches, aber in der Zeit davor. Das heißt, Frau Merkel ist ein freundlicher Mensch. Sie ist übrigens auch ein Mensch ganz ohne, wie soll man das nennen, ohne Kapriolen, ohne irgendwelche skurrilen Verhaltensweisen, wo man sich sagt, Moment mal, wie musst du jetzt hier reagieren? Sie ist auf eine Weise normal und unbefangen, wenn man mit ihr spricht, wobei die Unbefangenheit sicher auch eine Täuschung sein kann, eine Täuschung, die das Gegenüber sich zurechtlegt. Aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Sie hat mir geschildert, wie es für sie war, nachdem sie besucht worden war von einem sehr kritischen Helmut Schmidt. Und dann sagte sie zu mir, als ich in den Raum kam, das schwarze Sofa, da hat der Helmut Schmidt gesessen. Und er hat mir die ganze Zeit nur Negatives über Deutschlands Zukunft erzählt. Ich mag mich da gar nicht mehr hinsetzen. Das sind ganz, ganz, alles glaubwürdig? Ganz. Ja, absolut. Ja. Absolut. Es war eine unbefangene Äußerung, ja. Hm. Das sowas konnte ja nicht irgendwie strategische Bedeutung haben. Hm. Das heißt, sie ist, und so habe ich sie auch am Anfang in ihrem ersten Amt erlebt, sie ist von einer in Gänsefüßchen Naivität gegenüber vielen Fakten, die sie noch nicht kennt. Zum Beispiel als Ministerin für Frauen und Familie, wo sie diesen wilden Feminismus gar nicht verstand. Und das haben viele DDR-Frauen nicht verstanden. Die haben gesagt, womit vertreibt ihr euch denn die Zeit? Bei uns, sagt Frau Jaclier, kam der Druck von oben und er traf alle. Und das heißt, wir waren verbunden, Männer und Frauen. Und sie haben ja auch viel ähnlichere Berufe gehabt, die Männer und die Frauen. Das heißt, das Erstarken von Frauen ist ein DDR-Phänomen. Und zwar ohne den Umweg über den Feminismus. Sie haben sich ja ihr ganzes Leben für die Emanzipation der Frauen eingesetzt, haben gekämpft für Frauen in Führungspositionen. Eigentlich müssen Sie sich doch freuen, dass wir eine Kanzlerin haben, die so machtbewusst ist und die Macht so entschlossen in die Hand nimmt. Ja, ich glaube, ich habe geschildert, an welchen Stellen ich meine, dass der Gebrauch, den sie von der Macht macht, unter Umständen Spielregeln verletzt, die wir als Demokraten alle achten sollten und die in der Verfassung stehen. Also ich sage ja nie vom Kindergarten in den Aufsichtsrat. Ich sage also nie, Frauen, weil sie Frauen sind, auf hohe Positionen bringen, sondern sie ist, ich würde sogar zögern zu sagen, als Frau Kanzlerin geworden. Nein, sie ist Kanzlerin geworden, weil sie es entschiedener wollte als alle Männer um sie herum. Das ist der Punkt. Es ist nicht so wichtig, ob sie eine Frau ist, sondern ihr Regierungsstil muss diskutiert werden, unabhängig davon. Das war heute im Dialog mit Gertrud Höhler. Herzlichen Dank.